Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir Temple of the Monks Gate 20 vorstellen. Es geht darum, wie du die Verbindung zu aufgestiegenen Meistern herstellst und viele andere Vorteile, auf die ich gleich eingehen werde. Ja, wie ich schon gesagt habe, Temple of the Monks ist für mich persönlich meine Lieblingsfrequenz und diese Frequenz hat auch in den Live-Seminaren bei den Teilnehmern die krasseste Wirkung erzielt, Seelenreisen erzielt, Astralreisen. Die hat wirklich von der Technologie her etwas gemacht, was irgendwie anders war als alles andere zuvor. Und das ist auch eine Frequenz, die ich nicht einfach so immer gemacht habe. Ich habe eigentlich keine einfach so gemacht, aber die habe ich gemacht auf Basis einer Seelenreise, die ich mal erlebt habe, die so intensiv war, dass ich dann einfach trotzdem gedacht habe, ich baue das alles nach, was ich dort erlebt habe und deswegen ist auch der Effekt vielleicht so hoch. Ich habe auch übrigens im Shop den Erfahrungsbericht von dieser Seelenreise, die Temple of the Monks beinhaltet, veröffentlicht, falls du die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, erleben möchtest und die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben haben. Ja. Es geht um einen goldenen Tempel, der mitten im Universum schwebt und dort Mönche sich aufhalten, die aufgestiegene Meister sind. Und der Schlüssel ist, dass du mit dem Codewort Connect und deswegen auch Temple of the Monks, dass du Kontakt zu diesen aufgestiegenen Meistern herstellst und dann mit dem Codewort Connect diese Verbindung aufbaust. Was ist der Nutzen dahinter? Dass du aktivierst die Verbindung zu aufgestiegenen Meistern und zu dir. Du kannst damit leichter channeln, Meditationen, kannst du durch die aufgestiegenen Meister viele Sachen machen, medial arbeiten, Führung, Lebenskrisen, Antworten auf Fragen. Du kannst höhere Energie bitten, Befreiung aus negativen Zuständen, Heilung, Blockaden, profundere Programme von irgendwelchen Besetzungen, energetischen Papieren. Du kannst deine Schwingung erhöhen lassen, diverse Einweihungen bekommen. Da gibt es eine unendliche Liste von Dingen, die aufgestiegene Meister, Engel, was auch immer, für dich tun können. Und mit diesem Temple of the Monks baust du diese Verbindung zu dieser höheren, frequenteren Lichtwelten auf und zu dieser höheren Form der Liebe. Und diese wird dann gestärkt mit Temple of the Monks. Und dann wirst du damit sozusagen in jeder Meditation etwas ganz, ganz anderes erleben, weil du dich an eine ganz hohe Schwingung koppelst. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Das heißt, wir gehen wie bei den letzten Gates zur Insel, schweben dann in den Himmel, fliegen zur Galaxie und dann für einen Flug durchs Universum zum Kern des Universums und dann landen wir bei diesem goldenen Tempel im Universum, gehen dann dort hinein, gehen dann zur Halle der Weisheit und dort gibt es dann eine Technik, wie du die höhere Hierarchie im Universum connectest dich damit und dann die aufgestiegene Meister aufpasst und danach verankern wir sozusagen das Codewort Connect. Ja. That's it. Ganz simpel, aber sehr, sehr intensiv. Die meisten, wenn sie in der Halle der Weisheit sind, wenn sie diese Frequenz zum ersten Mal hören oder die ersten Male hören, ab dem Punkt, wo du in diese Halle kommst, ist bei den meisten Blackout, weil die Frequenz so hoch ist. Ja. Also wenn du sie öfter gehört hast, dann wirst du deinen Zustand stabilisieren können, deine Frequenz so lange erhöhen können, dass du danach durch das Codewort Connect die höheren aufgestiegenen Meister darum bittest, dass sie deine Frequenz so erhöhen, dass du in der Halle der Weisheit keine Blackout bekommst, weil die Schwingung, du umgehst so viele Ebenen in der Astraldimension und kausalen Dimension, dass du mit dem Bewusstsein aber, dass es so weit weg ist, dass das ein Blackout stattfindet. Ja? Ich selber hatte die ersten Male immer Blackout und die Teilnehmer auch, die sagen, ab der Halle war alles weg und ich habe keine Erinnerung mehr, weil einfach die Entfernung der Schwingung so hoch war. Aber wenn man es dann trainiert hat und die aufgestiegenen Meister mit dem Codewort Connect connected hat, dann kannst du sozusagen die Erinnerung, was du dort erlebt hast und was du gemacht hast, runterholen durch diesen Blackout hindurch und dann komplett erleben oder in dem Fall nicht einschlafen oder keinen Blackout haben. Das wird sehr, sehr interessant. Und ich bin echt gespannt, ob du einen Blackout bei den ersten Malen bekommst. Ja. Freu dich drauf. Für mich persönlich von allen Gates ist das Gate Temple of the Monks das intensivste, nicht im Spaß, Gate 20 geworden. Und ab Gate 20 geht es dann los in Gate 21 bis 30. Das sind dann die ganzen Astralreisen, Induktionstechniken, wo jede der Gates eine eigene Induktion mit einer eigenen Methode und Technologie ist, um eine Astralreise zu induzieren. Wird also sehr, sehr spannend. Ja. Kommt auch übrigens bald raus.
Ja, Temple of the Mox, wie gesagt, das ist, habe ich selbst mal erlebt in einer sehr, sehr tiefen Seelenreise, die für mich eine der beeindruckendsten Seelenreisen war. Wie gesagt, das Erfahrungsberichtvideo ist im Shop verfügbar. Auf Brainwave3D in diesem Artikel findest du sozusagen eh den Link dazu. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, das Codewort Connect zu trainieren. Du wirst damit in der normalen Meditation, wenn du meditierst und du sagst dann ein paar Mal Connect, dann wirst du spüren, wie die aufgestiegenen Meister da sind, wie sich deine Schwingung erhöht in diese höheren Frequenzen, Lichtwelten hinein. Und dann kannst du um höhere Energie, um Heilung, um was auch immer bitten, um Antworten. Und du wirst merken, wie die anfangen, mit dir zu arbeiten. Und wenn du die Arbeit von Dr. Joshua David Stone kennst, der sehr tolle Bücher geschrieben hat, dann weißt du, wie wichtig es ist für unseren Aufstieg unseres Bewusstseins, unserer Seele, unserer Frequenz, unserer Schwingung, uns in diese Ebenen hin zu arbeiten und in diesem Zustand zu bleiben und uns dort zu halten. Ja? Und deswegen auch Temple of the Monks. Das ist sozusagen der Weg dorthin und die Abkürzung dorthin. In dem Sinne viel Freude, wie gesagt, das ist mein Lieblingsgate, auch das, wo die meisten Teilnehmer Erfahrungen hatten und ich selber auch die intensivsten Erfahrungen damit hatte. Die Frequenz, da ist es natürlich eine Seelenreisenfrequenz. Beim Seminar hatten auch viele Teilnehmer auch Seelenreisen, also keine Astralreisen, sondern direkte Seelenreisen damit initiieren können. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Gate und ja, auch von der Musik und alles und das Ambiente und die Story ist einfach für mich, ja, einfach der Hammer. Ja. Aber ich will nicht zu viel reden, lass dich überraschen und ich freue mich auf einen Erfahrungsbericht, wenn du es gehört das paar Mal und dann etwas erlebt hast, schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar oder im Shop eine Rezension. In dem Sinne viel Freude damit und ich wünsche dir viel, viel Erfahrung damit und bis bald. Tschüss.